Professor Helmut Seitz ist ein renommierter Alkoholexperte. Der Mediziner erforscht, wie das Gift Alkohol wirkt. Denn für ihn sind Bier, Schnaps und Wein genau das. Ein Gift, das der Körper bewältigen muss, wenn er kann. 200 Krankheiten werden durch Alkohol verursacht. Das ist wirklich faszinierend. Auf der anderen Seite ist es aber wieder überraschend, wenn Sie aufhören zu trinken, dass sich viele Organe in den nächsten Jahren wieder regenerieren können und vielleicht nicht ganz normalisieren, aber deutlich besser werden können. Der Alkohol setzt dem Körper schon mit dem ersten Schluck zu. Im Magen regt er schnell die Produktion von Magensäure an. Das reizt besonders die empfindlichen Schleimhäute. Alkohol wird dann aufgenommen vom Darm in ein großes Gefäß, das nennt man die Pfortader, und wird der Leber zugeführt. Sie sehen, die Leber ist ganz nah dran und deswegen ist die Leber natürlich auch gefährdet, weil sehr viel Alkohol direkt in die Leber hinein flutet. Die Leber macht fast den gesamten Alkohol unschädlich und entgiftet so den Körper. Alles andere wandert erstmal ins Gehirn. Schon nach einigen Minuten erreicht der Alkohol das Denkorgan und trifft dort auf Milliarden von Nervenzellen. Die empfindliche Informationsverarbeitung der Hirnzellen wird durch den Alkohol gestört. Plötzlich läuft hier alles deutlich langsamer. Bis zum Totalausfall. Wenn Sie Alkohol trinken, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Hirnzellen zerstört werden. Das weiß man seit neuesten Untersuchungen schon, dass es auch bei kleineren Mengen Alkohol der Fall ist. Nun haben wir natürlich sehr, sehr viele Hirnzellen und Sie werden das nicht merken, niemand wird es merken, wenn Sie über ein paar Jahre Alkohol zu sich nehmen, dass da was passiert in der Richtung. Doch wenn große Mengen Alkohol über viele Jahre getrunken werden, kann das Kleinhirn Bewegungen nicht mehr richtig koordinieren. Das Lernen fällt schwer und die Hirnsubstanz nimmt ab. Dauerhafter Alkoholkonsum kann auch psychische Krankheiten wie Depressionen fördern. Doch wenn alles kaputt ist, macht es dann überhaupt noch einen Unterschied, ob man aufhört oder einfach weiter trinkt? Ja, denn trotz langjährigem Alkoholmissbrauch erholt sich der Körper. Gesunde Gehirnbereiche können neue Funktionen übernehmen und einen Teil der Ausfälle ersetzen. Im Kleinhirn kann die Hirnsubstanz sogar wieder zunehmen. Und auch der Magen steckt einiges weg. Ohne Alkohol kann sich die Magenschleimhaut in kurzer Zeit wieder erholen. Und die Leber? Die Leber tut nicht weh. Deswegen merken Sie nicht, ob die Leber krank ist oder noch gesund, wenn Sie Alkohol trinken. Das können Sie nur rausfinden, wenn Sie das nachschauen lassen bei Ihrem Hausarzt, vielleicht einmal jährlich, wenn Sie Alkohol chronisch in höheren Mengen trinken. Der kann Blut abnehmen und schauen, ob die Leberwerte in Ordnung sind. Durch den Alkohol verfettet die Leber. Doch bei Abstinenz erholt sie sich. Wenn Sie aufhören zu trinken, wird die Leber sich regenerieren können. Sie wird vielleicht nicht mehr ganz gesund werden, aber Sie können das stabilisieren. Und das ist ein großer Vorteil. Nicht rückgängig zu machen ist die Leberzirrhose. Der Alkohol lässt die Leberzellen absterben. Sie werden durch immer mehr knotiges Narbengewebe ersetzt. Im Endstadium kann die Leber ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Das ist tödlich. Aber wenn man aufhört zu trinken, stoppt dieser Prozess und die verbleibenden Leberzellen reichen oft aus, um weiterzuleben. Wir haben gesehen, dass wenn man rechtzeitig mit Alkoholtrinken aufhört, dass die meisten Organe sich regenerieren können und dass es immer gut ist, mit Alkohol aufzuhören, weil dadurch Organfunktionen verbessert werden und selbst bei fortgeschrittener Lebererkrankung ein Überleben wesentlich besser ist, als wenn man mit Alkohol fortsetzt. Also aufhören ist die Devise. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen. Also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal. Denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.